Die Freiwillige Feuerwehr im Korschenbruch hat ein brennendes Problem. Und das sind ihre Stiefel, mit denen sie zu den Einsätzen fahren. Die sollen nämlich dafür ungeeignet sein. Und jetzt will die Stadt vom Hersteller das Geld zurück für neue Stiefel. Und zwar für solche, die nicht brennen. Wir wollen es genau wissen. Der Feuerwehrchef macht vor unserer Kamera den Selbsttest. Nach wenigen Sekunden brennen die Schnürsenkel der Spezialstiefel. Tja, was sagen Sie dazu, wenn Sie das so sehen? Ja, ein Kriterium ist, dass diese Schnürsenkel nicht brennen dürfen. Sie haben gerade selber gesehen, der Schnürsenkel brennt. Das würde ja bedeuten, die Stiefel würden ja dann auch ganz locker sein und weitere Gefahren drohen dann auch im Einsatz. Selbstverständlich. Meine Feuerwehrleute können sich dadurch auch verletzen. Nicht der einzige Mangel aus Sicht der Freiwilligen Feuerwehr Korschenbruch und auch nach Meinung vieler anderer Feuerwehren, die sich im Internet schon lange darüber austauschen. Im direkten Vergleich zu einem anderen Fabrikat, das die Feuerwehrleute zurzeit ausprobieren, ist zu erkennen, der Absatz ist hier deutlich höher. Beim alten Schuh könnte die flache Sohle schon vor dem Einsatz gefährlich werden. Diese Absätze sollen nicht rutschfest sein und selbst beim Einsteigen in das Fahrzeug können schon Unfälle passieren. Weiterhin bei Einsätzen, was könnten da noch für Probleme auftreten? Zum Beispiel beim Leitersteigen kann der Feuerwehrkamerad mit seinen Stiefeln durch die Sprosse rutschen. Auch dementsprechend ist dann eine sehr große Unfallgefahr. Die Unfallkasse NRW in Düsseldorf betont, dass bei einem durch die umstrittenen Stiefel verursachten Unfall zwar der Feuerwehrmann versichert sei, aber... Das Einzige, was wir als Möglichkeit haben, dagegen vorzugehen, ist zu prüfen, inwieweit Regress besteht gegen Vorgesetzte oder den Träger des Feuerschutzes, wenn er wissentlich mangelhafte Stiefel weiter benutzt. Das bedeutet also, wenn die Stadt Korschenbruch jetzt nicht darauf gedrängt hätte, die Stiefel zurückzugeben, andere zu nehmen, würde die Stadt Korschenbruch voll haften? Im Falle eines Unfalles, wenn ein Mangel, der an dem Stiefel herrscht, Unfallauslöser ist, nur dann. Für Unfälle mit diesen Stiefeln will die Stadt Korschenbruch keinesfalls haften. Sie hat den Hersteller jetzt auf Rückgabe des Kaufpreises verklagt, damit neue Stiefel angeschafft werden können. Die Firma hat bestritten, dass sie eben die Stiefel entsprechende Qualitätsmängel hätten. Daher weigert sich der Hersteller in Heinsberg, die Kosten zu erstatten. Weil seine Stiefel in Ordnung seien, ist das für den Chef ein Fall für das Oberverwaltungsgericht. So, sollte das negativ gegen uns ausfallen, werden wir definitiv zum Europäischen Gerichtshof nach Luxemburg gehen. Und dieser Prozess kann dann 3 bis 5 Jahre dauern. Das würde für die Feuerwehr in Deutschland, für die Feuerwehr in Korschenbruch bedeuten, dass sie 3 bis 5 Jahre praktisch barfuß zu den Einsätzen müssen. Der Chef der Freiwilligen Feuerwehr in Korschenbruch will diese Stiefel jedenfalls so schnell wie möglich für immer wegpacken. Handys sind in